Ja, Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich heute das Radio anmache oder die Zeitung aufschlage, wird mir schlecht. Ich kann mich noch gut erinnern, als es nach dem Krieg hieß, ich bin in 45 geboren, wie gesagt, als wir eine Schule gelernt hatten, oder uns wurde gesagt, kein Deutscher fasst mehr eine Waffe in die Hand. Nimmt kein Deutscher mehr eine Waffe in die Hand. So, jetzt habe ich gerade wieder gelesen, wir produzieren wieder neue Sturmgewehre. Die sollen 2020 dann rauskommen für die Bundeswehr. Ich glaube, die brauchen wir ja nicht mehr. Wenn ich jetzt sehe, dass schon wieder deutsche Truppen an Russlands Grenze stehen und ich lese in der Zeitung, dass die NATO Russland überlegen ist, dann frage ich mich, wie blöd sind die Politiker heute? Wie wahnsinnig sind die, was die uns mit uns machen? Denken die wirklich, ein Krieg ist zu gewinnen? Und warum gegen die Russen? Der Amerikaner hat so viel Kriege gemacht nach 1945. Denkt bloß an den Vietnamkrieg. Redet kein Mensch mehr von. Kein Mensch. Das waren Kriegsverbrechen, wissen gerade. Ja, aber trotzdem ist es ja unser Freund oder unser Bündnispartner. Wir müssen uns aufpassen, damit wir bald gar keinen mehr haben, den Bündnispartner. Wenn Frankreich immer aussteigt, sind wir bald ganz alleine da. Ja, und was ist denn? Und ich denke mir, so ein Krieg wäre nicht schlimm. So ein Dritter Weltkrieg wäre kein Problem. Ja, dann müsste es so wie früher sein, dass die Könige selber in Schlacht gezogen sind. Stell dir mal vor, Frau Merkel würde mit Trump an Russlands Grenze stehen müssen. Das wäre ein Ding. Denn wir haben nicht verbrochen. Wir können nichts dafür. Wir nicht. Das Volk macht niemals den Krieg. Das machen immer die oben. Die sind nachher wieder rausreden und nachher Kriegsverbrecher suchen. Und nachher sagen, warum haben wir uns nicht gewehrt. Aber diesmal, nach dem Dritten Weltkrieg, wird es kein Nachher geben. Da bin ich mir dann sicher. Und ich muss, was ich natürlich traurig finde, oder lustig finde, dass wir für 5 Tage Vorräte hamstern sollen. Es gab eine Zeit, da war das Verbrechen gewesen. Ich weiß nicht, was die oben machen. Die oben, unsere Führer. Ob die auch für 5 Tage Lebensmittel einbuchten oder wie man dazu sagt, oder einbunkern. Ich nehme eher an, wie ich schon sage, Bunker. Die werden die wahrscheinlich im Bunker verkriechen, irgendwo ganz tief unten. Und werden diesen Dritten Weltkrieg abwarten. Bloß eins haben sie vergessen. Wenn sie wieder rauskommen, ist kein Mensch mehr da. Dann müssen diese Feinherren da oben alleine arbeiten gehen. Ohne Volk geht nicht. Also, in dem Sinne, ja. Eigentlich kann man nur resignieren und hoffen, dass die unsere hohen Herren uns mal oben zur Vernunft kommen. Und sonst geht alles schief. Das wissen wir. Mach's gut, haltet die Ohren schlapp. Alles Gute, euer Arni. Straßen auf dieser Welt sind Straßen voll Tränen und Leid. Wie viele Meere auf dieser Welt sind Meere der Traurigkeit. Wie viele Mütter sind lang schon allein und warten noch heut. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind, die Antwort weiß ganz allein der Wind. Wie viele Menschen sind heute noch nicht frei und würden so gerne es sein? Wie viele Kinder gehen abends zur Ruhe und schlafen vor Hunger nicht ein? Wie viele Träume erstehen bei Nacht, dann wird es für uns anders sein. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Wie große Berge von Geld gibt man aus,
für Bomben, Raketen und Tod. Wie große Worte macht heut mancher Mann und lindert damit keine Not. Wie großes Unheil muss erst noch geschehen, bis sich die da oben besinnen. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Wie große Berge von Geld gibt man aus für Bomben, Raketen und Tod. Wie große Worte macht heut mancher Mann und lindert damit keine Not. Wie großes Unheil muss erst noch geschehen, bis sich die da oben besinnt. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Dankeschön.